Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Danke für den Kaffee. Der ist echt gut. Gern geschehen. Ich kann Norge auch übers Telefon nicht erreichen. Norge, den habe ich gestern Abend im Störtebäcker gesehen. Schneiderwind. Der hat sich gut amüsiert, vielleicht ein bisschen zu gut. Und hat deswegen verpennt. Wir können nicht länger warten, wir müssen los. Er kann sich auch was gefasst machen. Na ja, das kann doch jedem passieren. Ja, das kann passieren, aber nicht heute. Jetzt fehlen nämlich sogar zwei, Norge und Deisenroth. Aber die hat Urlaub beantragt. Norge braucht in den nächsten Wochen nicht mal von Urlaub zu träumen. Also wenn das hier klappt, gibt's Sonderurlaub. Das muss ja schon eine revolutionäre Entdeckung sein. Na klar. Ich habe die Nachtsichtbrille ein bisschen aufgepeppt. Mit einer drahtlosen Bild-Ton-Übertragung. Jetzt können wir auf der Albatros Außeneinsätze im Dunkeln direkt am Monitor mitverfolgen. Mal sehen, ob es funktioniert. Frau Johansson, geben Sie Unterbaubescheid. Wolfgang, Bescheid, das Licht jetzt aus. Ich bin bereit. Klare Sicht, ich gehe los. Biegen wir jetzt an der Mittelmaschine rechts ab. Sehen nach wie vor alles klar. Na also, geht doch. Ich komm jetzt hoch. Wie groß die Reichweite ist, sehen wir uns heute Nacht beim Außentest. Aber für einen Anfang? Ich geh noch mal in die Kombüse und hol mir so einen leckeren Kaffee von Alex. Feueralarm, Schadensumfang feststellen. Mitkommen. Wolfgang? Ich wollte doch nur einen Kaffee. Bist du verletzt? Ich bin okay. Was ist denn passiert? Albatros, bin gleich wieder da. Hier spricht Kapitän Ehlers. Ich fürchte, ich bin verantwortlich für die kleine Detonation an Bord Ihres Schiffes. Die Explosion sollte sicherstellen, dass ich Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erhalte. Ich hoffe, ich habe Sie nun. Was wollen Sie? Haben Sie heute schon Ihr Magazin kontrolliert? Wir haben Norge gefunden. Der Sprengkraft jenes Gürtels, den Ihr Mitarbeiter trägt. Ich verlange, dass der Strafgefangene Herbert Kallmann innerhalb von 3 Stunden freigelassen wird. Dazu 500.000 Euro in bar. Sollten Sie meinen Forderungen nicht Folge leisten, sehe ich mich bedauerlicherweise gezwungen, den Sprengsatz an Ihre Mitarbeiter zu zünden. Ihre Telefone haben ab sofort keinen Empfang mehr und Sie sind auch nicht mehr online. Was? Wir haben den Störsender an Bord. Weitere Anweisungen folgen. Uhr läuft. Ab jetzt.
Einsatzzentrale für Albatros 2, bitte kommen. Wir haben ein Problem. Sagten Sie Herbert Kallmann? Der Herbert Kallmann? Ehlers, ich nehme die Sache selbst in die Hand. Sie und Ihre Mannschaft können voll und ganz auf mich zählen. Also, Sie haben gehört, was los ist. Vergessen Sie alle aktuellen Tagesaufträge. Wir müssen sämtliche verfügbaren Kräfte aktivieren. Die Krisensituation auf der Albatros 2 verlangt ab sofort absolute Priorität. Rufen Sie Frau Deisenroth an. Ihr Urlaub ist gestrichen. Sie soll sich umgehend bei mir melden. Und holen Sie mir den Polizeipräsidenten ans Telefon. Sofort. Wenn die hochgeht, haben wir ein Riesenloch in der Ostsee, das sag ich dir. Kannst du ihm den Gurt nicht einfach abnehmen? So was Kompliziertes habe ich noch nicht gesehen. Aber meine Herren, Sie wollen doch nicht das Leben Ihrer Leute riskieren, Kapitän Gilas. Ja, ganz richtig. Ich beobachte Sie. Also bitte, keine Spielchen, keine Tricks. Und im Magazin herrscht auch Verbot. Deswegen möchte ich Ihren Zigarre rauchenden Kollegen hier nicht mehr sehen. Haben wir uns verstanden, Kapitän Gilas? Ach, Frau Deisenroth, sehr gut. Sie kommen mitten in die Strafvollzugsanstalt Lübeck. Tut mir leid wegen Ihres Urlaubs. Weiß man denn schon, wie Norge in die Gewalt der Erpresser geraten ist? Norge wurde gestern Abend zuletzt in Schneidewinds Kneipe gesehen. Leider ist Schneidewind auch verschwunden. Ich habe damals mitgewirkt, Kallmann festzunehmen. Das dürfte jetzt so 10, 11 Jahre her sein. Menschenschmuggel. Mehrfacher Totschlag, Mord. Brutaler geht's hier nicht. Kallmann hat am ganz großen Rad gedreht. Er war der Kopf einer kriminellen Vereinigung und ist im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gegangen. Wir haben damals ein internationales Netz aufgebaut und Millionen mit Raub, Schutzgelderpressung, Entführung und Menschenhandel gemacht. Seine Leute, die waren ihm blind ergeben. Allerdings hat er die meisten von denen irgendwann ermordet. Oder zum Schluss dann verraten. Was für eine Bestie. Das muss der Störsender sein. Kann man den irgendwie ausschalten? Na, leider nein. Er sendet ein Signal und wenn der deaktiviert wird, dann... Merkt der Erpresser das sofort, verstehe. Mhm. Nicht nur attraktiv, sondern auch klug. Mein Kompliment, werte Dame. Und jetzt raus hier, sonst knallt's. Sie kommen hier auf keinen Fall raus. Also, kommen wir gleich zur Sache. Wer bedroht meine Leute? Wer versucht, sie frei zu pressen? Kallmann. Weder ich noch Sie haben ein Interesse, diese Begegnung unnötig in die Länge zu ziehen. Wenn Sie kooperieren, kann sich das, sagen wir, vorteilhaft auf Ihren Alltag hier im Gefängnis auswirken.
Irgendjemand hat eines unserer Schiffe zu einer schwimmenden Bombe umgewandelt und will sie damit freipressen. Wenn einer meiner Leute auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann gnade ihnen Gott. Was wissen Sie schon von der Gnade Gottes, Gruber? Kerman, wir verlieren kostbare Zeit. Ihre Zeit, Gruber. Ihre Zeit. Ich habe von dieser Kostbarkeit mehr als genug. Nochmal, wer versucht, sie freizupressen? Ich weiß es nicht. Kerman, ich warne Sie. Ich mache Ihnen das Leben jetzt zur Hölle. Ja, ja, die Hölle. Sie wissen nicht, wer Gott ist. Aber die Hölle. Die Hölle kennen Sie. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Mit meinem alten Leben habe ich abgeschlossen. Endgültig. Ich brauche keine Vergünstigungen. Ich will hier nicht raus. Ich habe zu Gott gefunden. Der verarscht uns doch. Manche bauen den Kölner Dom nach mit Streichhölzern. Andere studieren Jura mit Abschluss. Die meisten sind selbstmordgefährdet. Das ist klar. Lebenslänglich verändert einen Menschen total. Ich glaube ihm nicht. Das mit dem religiösen Tick, das ist doch nur eine Masche von ihm. Der hat was vor. Dann sehen Sie sich mal seine Zelle an. Ein Stuhl, ein Tisch. Das Bett. Sonst nur religiöse Bücher und ein Kreuz. Er steht morgens um 3 Uhr auf, betet den ganzen Tag, liest in der Bibel. Mit Sonnenuntergang legt er sich schlafen. Und das seit 4 Jahren. Der lebt wie ein Mensch. Der ist hier fromm geworden. Zu wem hat er Kontakt? Bekommt Kalman Besuch? Keinerlei Kontakt. Da gab es niemanden. Dein Anwalt? Der kam nur am Anfang. Und Familie? Der hat nur Gott. Hören Sie auf mit dem Theater. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ihre Spinnerei mit Gott nicht. Und auch nicht, dass Sie keine Ahnung haben, wer unser Patrouillenboot bedroht. So ist es aber. Und Gott ist keine Spinnerei, Herr Gruber. Also gut. Wenn es nicht Freunde von Ihnen sind, die Sie befreien wollen, dann vielleicht Ihre Feinde. Von denen haben Sie ja genug. Vielleicht sollen wir Sie ans Messer liefern. Schon mal daran gedacht? So abwegig ist es doch gar nicht, dass Ihre ehemaligen Komplizen Sie freipressen wollen. Ein paar sind ja noch draußen. Abgesehen von denen natürlich, die Sie umgebracht haben. Die sollten Sie fangen. Vielleicht retten Sie damit mein verpfuschtes Leben. Und das Ihrer Leute. Wenn Sie wollen, helfe ich Ihnen. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Bei den dicken Metallwellen haben Wanzen keinen Sinn. Da kommt garantiert keine Radiowelle durch. Habt ihr weitere Sprengsätze gefunden?
Nur Wanzen und Kameras, überall an Bord. Und man muss entschärft werden, ist klar. Wolfgang, traust du dir das zu? Die ist verdammt kompliziert. Da brauche ich Hilfe von einem Experten. Außerdem überwacht der Hund Norge über die Kamera. Wir müssen eine Möglichkeit finden, mit einem Sprengstoffexperten zu sprechen. Und die Kamera auszutricksen. Ich könnte mich in den Störsender einhacken und versuchen, eine gesperrte Frequenz freizuschalten. Aber der Serverraum wird auch überwacht. Aber wir können eine Bildschleife von Norge und dem Serverraum einspielen. Dann sieht der Erpresser weiterhin unauffällige Bilder von Kai und dem Störsender. Ja, du schaltest die Frequenz frei, dann kann Wolfgang mit einem Spezialisten telefonieren. Alles hört sich gut an, aber wie willst du die Kameras anzapfen? Die Nachtsichtbrillen. Das ist es. Das Modul für die drahtlose Bild- und Tonübertragung. Das verbinde ich mit den Überwachungskameras, damit zapfe ich die Daten an, zeichne sie auf und schleife es dann über das Laptop wieder ein. Und Sie, Frau Johansson, Sie kümmern sich um Norge. Machen Sie ein Foto von der Bombe, damit Wolfgang sich die nochmal angucken kann. Kallmann spielt mit uns. Der weiß was. Glauben Sie nicht, dass er mit uns zusammenarbeiten will? Ach, auf keinen Fall! Der hat sich doch nicht vom Saulus zum Paulus gewandelt. Der fühlt sich hier drin sicher. Aber diese Tour vermiese ich ihm. Was haben Sie vor? Ich hole mir den frommen Bruder auf meinen Hof. Und dann ist nichts mehr mit Beten, bei Sonnenuntergang schlafen gehen und der Herr ist mein Hirte. Sie wollen ihn in unsere Einsatzzentrale überstellen. Ganz genau, Frau Deisenroth. Den mache ich rund. Der fällt mir schon noch vom Glauben ab. Vielleicht will er ja doch kooperieren. Tja, wer es glaubt, wird selig. Ich werde ihn mit seiner Vergangenheit konfrontieren. Irgendwas werde ich schon aus ihm herauslocken. Ja, danke. Die Kollegen haben Schneidewind noch immer nicht gefunden. Treiben Sie ihn auf, ich brauche ihn dringend. Wenn Kallmann einen Komplizen hat, war er gestern mit Sicherheit in Schneidewinds Kneipe. Ich kümmere mich drum. Ihr alter Freund Dragan befindet sich tatsächlich immer noch in Haft. In Zagreb. Es ist eher unwahrscheinlich, dass der sie freipressen will. Reda Jansen können wir, glaube ich, auch ausschließen. Bekam damals eine Bewährungsstrafe, lebt seit 5 Jahren auf den Kanaren. Aber hier. Helwig. Der hat Ihnen doch im Prozess mit dem Tod gedroht. Dem ist alles zuzutrauen. Ach, der Herr Schneidewind, na endlich. Ach, Herr Gruber, ich hab da keine Ahnung, was passiert ist. Ich war beim Angeln und da schalte ich das Handy immer aus.
Wo kann ich denn helfen? Einen kleinen Moment. Frau Deisenroth, ich brauche Sie für einen Außeneinsatz. Und zwar Kallmanns alter Partner Hellwig ist vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Er hat ganz in der Nähe eine Werkstatt. Nehmen Sie ein paar Kollegen mit. Er saß wegen Totschlag ein. Schneider, bin ich jetzt zu Ihnen. Kai Norge saß doch gestern Abend bei Ihnen. Ja, in meiner Kneipe, ganzen Abend. Der hatte eine Braut bei sich. Oh, mein lieber Gesangverein. Die beiden sind auch zusammengegangen. Kennen Sie die Frau? Könnte eine wichtige Zeugin sein. Nie gesehen. Mhm. Aber Sie können sie doch beschreiben. Ja, logisch. Die saß doch vor meiner Nase am Tresen. Entführt und betäubt worden. Wir werden erpresst. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Stehen bleiben! Und zurück! Schön zurück. Und rüber an die Wand. Sie interessieren sich für Polizeifunk, Herr Hellwig? So eine Spielerei. Ein Hobby. Interessantes Hobby. Und was beobachten Sie da alles? Doch, ab und zu surfe ich immer ganz gerne ins Internet. Aber sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich von mir? Die Frage ist wohl eher, was wollen Sie von Kallmann? Gruber kümmert sich darum, dass alle Forderungen rechtzeitig erfüllt werden. Kann das passieren? Oh, ich kann mich an nichts erinnern. Da war diese Frau. Halt's Maul! Kein Wort zu niemand. Oder es ist das Letzte, was du jemand sagst. Wir werden von der Kamera da oben überwacht. Sie haben doch noch eine Rechnung mit Kallmann offen. Und daher frage ich mich, ob es wirklich ein Zufall ist, dass kurz nach Ihrer Entlassung jemand versucht, Kallmann freizupressen. Warum sollte ausgerechnet ich Kallmann zur Freiheit verhelfen? Von mir aus kann er im Knast vergammeln. Könnte aber doch befriedigender sein, persönlich an dem Rache zu nehmen. So wie Sie es im Prozess angedroht haben. Das will der Hurensohn mir diesmal wieder anhängen. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Und warum dann der Fluchtversuch? Das ist ein alter Reflex. Kommt immer vor, wenn die Bullen erscheinen. Dann werden Sie Ihre Reflexe jetzt mal unterdrücken müssen. Wir nehmen Sie nämlich mit in die Bullenzentrale. Oh, bin ich jetzt verhaftet, ja? Nein, aber als Zeuge vorgeladen. Die Ladung ist hiermit erfolgt. Kapitän? Kai ist aufgewacht. Thank you.
kein Unterbauer. Verbindet mich sofort mit dem Kampfmittelräumdienst. Ich habe gerade zwei Bilder geschickt, per MMS. Kapitän Ehlers, fahren Sie jetzt bitte folgende Position an. Der Erpresser meldet sich wieder. 54.5.10.59. Und in 60 Minuten läuft das Ultimatum aus. Wie weit sind Ihre Vorbereitungen? Laufen. Laufen? Das kann alles heißen. Ich will klare Ansagen. Hier spricht Einsatzleiter Gruber. Das Geld ist gerade vom Innenminister freigegeben worden. Es wird also keine Probleme geben. Das will ich hoffen. Die Zeit läuft. Herr Gruber, das ist ja Hellwig. Sind Sie hier der Chef? Das ist Freiheitsberaubung. Ja, ja. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Mit Freiheitsberaubung kennen Sie sich ja bestens aus. Beantworten Sie mir ein paar Fragen und können Sie gleich wieder gehen. Ab in mein Büro. Was ging? Ja, der Erpresser hat sich gerade gemeldet. Hellwig kann es also nicht gewesen sein. Oh, danke. Mit dem Kochen wird heute nichts. Kallmann ist ein Schwein. Dem wünsche ich sicherlich nichts Gutes. Aber deswegen mache ich doch meine Hände mir an dem nicht schmutzig. Ja, ja. Sie kannten Kallmann ziemlich gut. Wer war sein ärgster Feind? Wer war sein bester Freund? Schlimme Feinde hatte der wie Läuse am Sack. Freunde? Den hat sogar seine eigene Mutter gehasst. Sogar seine eigene Frau hat sich lange mit ihm ausgehalten. Kallmann war verheiratet? Was weiß ich, ob der mit dir verheiratet war. Ein paar Jahre zusammengelebt hat er mit Beate. Ach, das ist lange her. Es gibt tatsächlich eine Beate Meller, auf die Beschreibung von Hellwig passen würde. Wo war die Frau zuletzt gemeldet? Oh, das ging aber schnell. Vielen Dank, Herr Schneidewind. Gar nicht für. Beate Meller aus Bochum. Sie hatte dort eine Bar im Milieu. Und wieso hatte? Sie ist vor einem halben Jahr an Krebs gestorben. Kennen Sie diese Person? Ja, das ist Beate, meine ehemalige Frau. Das ist Beate, wie sie lebt und lebt. Kaum möglich. Beate Meller ist vor 6 Monaten verstorben. Und diese Frau saß gestern Abend mit meinem Kollegen in einer Hafenkneipe. Dann ist sie Beates Tochter. Corinna Meller. Jugendstrafen wegen Körperverletzungen und kleineren Raubdelikten. Laut Melderegister studiert sie in Kiel Elektrotechnik und Chemie. Kennt sich also bestens aus mit Sprengstoffen, Zündmechanismen. Welchen Grund könnte Beates Tochter haben, sie freizupressen? Als sie ihren Vater kennenlernen will. Thank you.
sie ihre Tochter dazu aufzugeben. Warum sollte sie ausgerechnet auf mich hören? Sie kennt mich nicht. Ich kenne sie nicht. Vor ein paar Wochen gab es einen Anruf für mich. Sie sagte, sie wäre meine Tochter. Und sie wolle mich kennenlernen. Wie haben Sie reagiert? Ich habe aufgelegt. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Gruber für Albatros 2. Albatros 2, Kapitän Elas. Der Helikopter mit dem Geld steht bereit. Ankunft auf Ihrer Position in circa 15 Minuten. So. Wir haben circa 15 Minuten. Seid ihr sicher, dass wir auch wirklich ungestört sind? Klar. Krüger hat ein sanftes Schnarchen aufgenommen und wieder eingespielt. Sonst hätten wir schon längst was gehört. Was ist denn gestern Abend eigentlich passiert? Ich habe bei Kalle im Störtebeck eine Frau kennengelernt. Die war zum ersten Mal am Meer und total auf mich abgefahren. Und? Und? Ich habe ihr das Schiff gezeigt. Du hast was? Ich habe ihr das Schiff gezeigt. Die war total begeistert. Das glaube ich ja nicht. Kai, das ist verboten. Ich kann Frauen nun mal nichts abschlagen. Als wir auf der Brücke waren, hat sie mir die Pistole an den Hals gesetzt, mich hierher gebracht und mir eine Spritze gegeben. Dich kann man wirklich nicht alleine lassen. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Sitzen. Ist das klar? Alex, du lässt uns besser allein. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Sonst gehen wir beide drauf. Mach dir mal keinen Kopf. Ich habe mich mit einem Experten unterhalten. Ich brauche nur den Zünder zu finden und hier, dieses schwarz-weiße Kabel durchzutrennen. Das ist alles. Wie kommst du voran, Wolfgang? Wenn man mich nervös macht, geht's auch nicht schneller. Scheiße. Was? Fotozelle. Oh nein. Reagiert auf weißes Licht. Und jetzt? Notbeleuchtung. Dann wollen wir mal. Ich habe da mal eine Fernsehserie gesehen. Da wollten Terroristen eine Atombombe zünden. Du meinst die Geschichte, wo die den Zünder nicht ausbauen konnten? Ja, genau. Da hat einer das Ding geschnappt, sich in ein Flugzeug gesetzt und ist kamikaze-mäßig in die Wüste geflogen. Vergiss es. Du kannst sowieso nicht fliegen. Nicht unterscheiden. Welche ist jetzt der schwarz-weiße Draht? Welche?
Welchen soll ich jetzt kappen? Den oder den? Oh. Wolfgang, lass mich allein. Bring wenigstens dich in Sicherheit. Eisspray. Technisches Eisspray. Warum? Ich habe alles im Griff. Die können uns gar nichts. Ich habe sie in der Hand. Die tanzen nach meiner Pfeife. Und hier, damit können wir neu anfangen. Ich mit meinem Vater. Du ruinierst dein Leben, das bin ich nicht wert. Ach was. Ein eingefrorener Schaltkreis lässt die Signale langsamer durch. Wenn ich ein falsches Kabel kappe, bleiben mir 2 Sekunden, um das Richtige durchzutrennen. Pass auf, dass du nicht so wirst wie dein Erzeuger, hat Mama immer gesagt. Das hast du von ihm. Sie hatte recht. 2 Sekunden. Das sind die, die uns retten. Na, da bin ich ja beruhigt. Ich bin ein schlechter Mensch. An meinen Händen klebt Blut. Ich bin ein Mörder. Du hast damals getan, was du tun musstest. Und das tue ich jetzt auch. Ich bin wie du. Nein. Das bist du nicht. Gott sei Dank. Du bist nicht wie ich. Ich habe entsetzliche Dinge getan. Hör auf. Furchtbare Dinge. Bis vor kurzem wusste ich noch nicht einmal, dass es dich gibt. Hör auf. Ich bin eine fixe Idee für dich. Ich bin kein Vater. Kein Kind hat einen Vater wie mich verdient. Ich hab gesagt, du sollst aufhören. Dich nicht. Und es wird keine Zeit geben, in der wir uns kennenlernen. Mein Leben ist abgeschlossen. Ich will nichts Neues. Ich will dich nicht. Ich gehe zurück in das Gefängnis und warte, dass die Zeit vergeht. Warte auf den Tod, der meine Erlösung ist. Du willst nicht mein Vater sein! Also alles umsonst.
keinen Sinn mehr. Haut ab! Oder ich nehme euch alle mit! Corinna. Corinna. Es ist vorbei. Wir sehen uns dann in Neustadt. Ich könnte jetzt einen Urlaub gebrauchen.